Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, bei der geht es ja darum, Kenntnisse zu einer Textverarbeitung, nämlich 2016, zu vermitteln, die du benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, also eine VWA, eine Diplomarbeit oder eine Seminararbeit schreiben zu können. Und in diesem achten Video geht es darum, Abstände zwischen einzelnen Absätzen verändern zu können. Dazu sollte man natürlich wissen, was ist überhaupt ein Absatz und wie kann ich den erkennen. Und ich gehe jetzt hier mal in die Startregisterkarte Start und dann habe ich hier so ein Zeichen, ein Formatierungszeichen. Wenn ich das hier nicht ausgewählt habe, sehe ich etwas nicht, nämlich die sogenannten Formatierungszeichen. Ich klicke jetzt einmal drauf und dann siehst du dieses umgedrehte P, genauso wie hier ich dieses Zeichen habe, sieht man dann. Und dieses umgedrehte P steht dann genau für solche Formatierungszeichen. Wenn ich jetzt hier hineingehen würde und die Tabulatortaste drücken würde, dann sieht man so einen Pfeil. Und da sieht man dann, dass durch das Drücken einer Tabulatortaste eben der Cursor dann einen Sprung macht und ich dann hier dementsprechend dann irgendetwas weiterschreiben kann. Wenn ich das hier ausdrücke, dann würde dieser Pfeil und dieses umgedrehte P für den Absatz dann nicht angezeigt werden. Also ausgedruckt würde es dann ungefähr so werden. Wenn ich es wieder einblende, sehe ich dann die Zeichen, die Formatierungszeichen, die ich vorgenommen habe. Und jetzt sind wir hier bei den Absätzen und Absätze befinden sich immer zwischen solchen umgedrehten Ps. Das heißt, von diesem P hier bis zu diesem P hier, da sind wir, befindet sich ein Absatz. Und einen Absatz kann ich immer markieren, entweder mit der linken gedrückten Maustaste oder wenn ich hineingehe mit einem Doppelklick, kann ich einen Absatz markieren. Und jetzt möchte ich den Abstand zwischen den einzelnen Absätzen hier verändern. Das mache ich hier in dem Fall mit dem Kontextmenü, das heißt mit der rechten Maustaste wähle ich hier Absatz und habe dann hier die Möglichkeit, bestimmte Dinge einzustellen. Ich habe hier mehr Registerkarten, Einzug und Abstände und Zeilen- und Seitenumbruch. Ich gehe jetzt aber hier hinein auf Einzug und Abstände und kann jetzt hier den Abstand vor dem Absatz und nach dem Absatz einstellen. Und da wird eben sogenannten Punkten angegeben, abgekürzt PT, und kann dann hier Abstände einstellen. Also zum Beispiel danach stelle ich dann 12 Punkte ein und davor 6 Punkte. Rücke jetzt das Fenster etwas und dann beobachte bitte, wenn ich jetzt hier auf OK klicke, inwiefern sich hier die Abstände dann verändern. Und hier natürlich auch nach dem Absatz. Gehen wir es vielleicht weiter darüber noch. Und du siehst, der Abstand hat sich hier vergrößert und er hat sich hier vergrößert. Diese Formatierung habe ich jetzt auf diesen einen Absatz angewendet. Wenn ich das jetzt auf das gesamte Dokument anwenden würde, dann könnte ich zum Beispiel einmal alles markieren und könnte dann das auch zuweisen. Alles markieren würde mit STRG-Taste A zum Beispiel gehen, der Tastenkombination. Und dann wiederum rechte Maustaste, Absatz. Und dann stelle ich hier dann den Absatz ein, davor zum Beispiel 6 und danach zum Beispiel 12. Und dann würde das gesamte Dokument dann dementsprechend dann auch länger werden. Ich mache das jetzt aber in diesem Fall wieder rückgängig, indem ich hier oben hingehe auf rückgängig machen. Und mache es nochmal rückgängig und auch die erste Absatzeinstellung, also den Abstand, wurde wieder rückgängig gemacht. Danke für deine Aufmerksamkeit.